Moin liebe FIFA-Zocker und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch 10 Talente mitgebracht, die ja, sich gut entwickeln werden. Und zwar für die ja, rechte Flügel- oder Rechtsaußen-Stürmerposition, kann man auch sagen. Wie gesagt, 10 Talente, mega günstig am Anfang oder ziemlich günstig am Anfang, entwickeln sich sehr, sehr gut und können die nächsten Stars bei euch im Team werden. Gut, wir starten mit dem ersten Mann hier, Senni Majulu. Ja, von Paris Saint-Germain. 1,83 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwache Füße sogar schon. Beginnt hier mit einer 64, hier schon bei mir auf eine 65 hoch. Kann locker die 83 erreichen. Spielt rechter Flügel oder auch ZOM. Hat seinen Stärkenbereich Tempo und Dribbling. Wir schauen hier schon kurz rein. Antritt, Sprinttempo, Beweglichkeit. Ansonsten Ballkontrolle, Schusskraft. Effe, Dribbling 70, auch okay. Und er wird euch zwischen 1,85 und 2,15 Millionen Euro kosten. Der nächste auf der Liste ist Jaden Adai. Ja, er ist schon bei mir direkt gewechselt zu Arsenal. Ja, hat zu Beginn eine 65, hier schon auf 66 hoch, kann locker die 84 erreichen. Auch rechter Flügel kann er spielen. Ansonsten 4 Sterne Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß am Start. 1,75 groß. Und seine Stärken sind im Bereich Tempo und Dribbling. Das ist bei den meisten Spielern so auf dieser Position. Also er bringt ein gutes Tempo mit. Also das gefällt mir selber auch ganz gut, wie flink der ist. Ansonsten Dribbling 71 ist stabil für einen 66er Gesamtrating. Hat sogar noch zwei Spielstile am Start. Technik, schneller Schritt. Und wird euch zwischen ja, 2,4 und 2,85 Millionen Euro kosten. Also hier müsst ihr aber auf jeden Fall schnell sein, weil ihr seht ja bei mir, innerhalb, glaube ich, eines Monats war der schon zu Arsenal gewechselt. Nächster Mann auf der Liste ist Adrian Rajcev. Er beginnt mit einer 58 und kann locker die 78 erreichen. 17 Jahre jung. Rechter oder linker Flügel kann er spielen, also sehr flexibel einsetzbar. Ich würde ihn rechts spielen lassen, da er auch einen rechten Fuß hat. Wegen, ja, wenn ihr viel Flanken reinbringt auf einen großen Stürmer, dann eher auf die rechte Seite. Wenn ihr sagt, ich ziehe eh nach innen mit dem Spieler, dann könnt ihr ihn natürlich auch auf links stellen. Er bringt mit einer Größe von 1,83, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß und hat seine Stärken, vor allem im Tempo, wie man hier sieht. Also auch okay für außen. Ich denke mal, da ist noch Luft nach oben, aber mit 17 Jahren ist da auf jeden Fall auch noch Potenzial da, sich in puncto Geschwindigkeit zu entwickeln. Er würde zwischen 530.000 und 26.000 Euro kosten. Der nächste auf der Liste ist Jakob Egg. Er beginnt mit einer 60, kann locker die 80 erreichen. Spielt rechter oder linker Flügelstürmer, ansonsten kann er auch zentraler Stürmer noch spielen, also sehr flexibel einsetzbar. Mit 1,80 auch nicht der kleinste, also kann man ihn tatsächlich auch ganz gut als Stoßstürmer einsetzen. Er bringt mit 3 Sternen Spezialbewegung, 3 Sternen schwacher Fuß, hat gute Werte im Bereich Tempo und Dribbling. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also gute Geschwindigkeit bringt er auf jeden Fall mit. Dribbling 63, okay. Ballkontrolle 64. Ja, Abschluss 55. Weiß ich nicht, ob ich den dann direkt auf den Pin vorne stellen würde. Ich glaube eher nach außen, obwohl seine Flankenwerte auch nicht viel besser sind aktuell. Müsst ihr mal selber ausprobieren. Spielstil hat der Technik am Start und wird euch zwischen 630 und 740.000 Euro kosten. Und ihr seht bei mir auch schon, der ist auch relativ schnell schon gewechselt. Also da müsst ihr auch schnell sein, wenn ihr den verpflichten wollt. Der nächste auf der Liste ist Leo Castelledine. Mein Gott, schwierig auszusprechen. Er beginnt mit einer 61, hier bei mir schon auf eine 62 hoch. Kann locker die 81 knacken, spielt rechter, linker Flügel. Ansonsten auch noch ZOM kann er spielen, 1,75 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, hat seine Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Man sieht hier Antritt 72, Beweglichkeit 74, Balance 78, ansonsten Dribbling 65, Ballkontrolle 65. Er wird euch zwischen 1 Million und 1,2 Millionen Euro kosten. Ja, und das war's zu ihm schon. Der nächste auf der Liste ist Jesper Raiden Sunde. Ich hoffe, ich spreche ihn ansatzweise richtig aus. Wahrscheinlich komplett falsch, aber egal. Er startet mit einer 56, kann locker die 79 erreichen. 17 Jahre jung, rechter Flügel oder Rechtsverteidiger, rechter Außenverteidiger kann er spielen. 1,68 klein tatsächlich aber nur. Deswegen würde ich ihn doch schon eher nach vorne schieben auf die rechte Außenstürmerposition und nicht nach hinten als Verteidiger. Meine Empfehlung.
an dieser Stelle. Ansonsten hat er noch 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Und mit der Größe muss er einfach gutes Tempo mitbringen und das macht er auch. Antrittsspin, Tempo, Beweglichkeit, Balance ist ordentlich. Ansonsten ist alles noch ausbaufähig und er wird euch zwischen 410.000 und 84.000 Euro kosten. Der nächste auf der Liste ist Montander Madjed. Er startet mit einer 59, kann locker die 80 erreichen. 18 Jahre jung, spielt rechter Flügel, 1,82 groß, 4 Sterne Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß. Seine Stärken liegen auch im Bereich Tempo und Dribbling. Wir schauen uns das an. Also Beweglichkeit, Balance sehr, sehr gut. Über 80 schon, ansonsten anderes Sprinttempo mit 76, 75. Dribbling 67 ist in Ordnung, Ballkontrolle 65. Und er ist auch relativ erschwingbar. 660.000 bis 780.000 Euro wird er kosten. Der nächste auf der Liste ist Pontus Dabo. Er spielt auch ja, die beiden Stürmerpositionen auf der Außen, also rechter oder linker Flügel kann er spielen, 17 Jahre jung. Er beginnt mit einer 62 und kann locker die 81 erreichen. 1,75 groß, also auch eine gute Größe, um mal auch ein Kopfballduell vielleicht zu gewinnen. 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Seine Stärken sind auch ganz klar im Bereich Tempo und Dribbling. Schauen wir uns das mal an. Antrittsspin-Tempo, Beweglichkeit, Balance ist ordentlich. Ausdauer 65, auch nicht zu vernachlässigen. Dribbling 65, Ballkontrolle 66, kurzer Pass 66. Ja, und wird euch zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Euro kosten. Jawohl, der nächste auf der Liste ist Ben Doak vom FC Liverpool. Interessanter Mann, beginnt mit einer 64, kann locker die 85 knacken, also wird auch echt ein Superstar bei euch im Team werden. Spielt rechter Flügel, 1,76 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, hat seine Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Wir schauen drauf, also auch hier Antritt, Sprint, Beweglichkeit, Balance, sehr, sehr gute Werte schon. Dribbling 75 ist, glaube ich, hier der ja, höchste Wert von allen Spielern hier, die ich hier heute dabei habe, also schon sehr stabil. Ansonsten Ballkontrolle 68 und er wird euch dafür aber auch ein bisschen was kosten, 2 Millionen bis 2,35 Millionen Euro. Platz Nummer 1 ist Sindrevalle Egeli. Mein Gott, auch so ein schwieriger Name für mich zumindest auszusprechen. Er beginnt mit einer 58, kann die 80 locker erreichen, also über 22 Punkte an Stärke gewinnen. Spielt rechter Flügel, 17 Jahre jung, 1,80 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Hat seine Stärken im Bereich Tempo und Dribbling. Auch hier Antritt, Sprint, Tempo, Beweglichkeit, Balance. Ihr merkt, es ist eigentlich überall so. Jeder Flügelstürmer ist eigentlich schnell oder sollte schnell sein. Hat hier Dribbling 64 am Start und wird euch zwischen 600.000 und 710.000 Euro kosten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, für euch ist wieder was dabei gewesen. Probiert es gerne aus. Wie gesagt, immer gerne in die Kommentare reinschreiben, wie sich der ein oder andere Spieler spielt. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.